Willkommen bei Energy Unplugged, Ihrem Leitfaden rund um die Energie. Wir haben in dieser Serie schon über Arten gesprochen, sein Zuhause zu elektrifizieren und warum es gerade in Zukunft Sinn macht, Solar und Speicher zusammen zu denken. Diese Videos gibt es hier auf unserem Kanal. Aber auch Wärme lässt sich elektrisch erzeugen und damit auch weitestgehend mit selbsterzeugtem Solarstrom. Heute geht's genau darum. Los geht's! Zunächst ein kurzer Blick darauf, wie Wärmepumpen funktionieren. Sie erzeugen keine Wärme, sie übertragen sie. Selbst wenn es draußen kalt ist, befindet sich noch Energie in der Luft, im Boden oder im Wasser. Wärmepumpen fangen diese Energie ein und leiten sie ins Haus. In den wärmeren Monaten sorgen sie umgekehrt für ein kühles Zuhause, indem sie die Wärme aus dem Haus herausleiten. Der Kern jeder Wärmepumpe ist ein einfacher Kreislauf. Am sogenannten Verdampfer trifft die Umweltwärme auf ein flüssiges Kältemittel, das aufgrund seiner spezifischen Eigenschaften schon bei niedrigen Temperaturen zu Dampf wird. Ein strombetriebener Kompressor, der als Verdichter bezeichnet wird, saugt den Kältemitteldampf an und presst diesen zusammen. Durch diesen Druckanstieg erhöht sich die Temperatur. Am Verflüssiger wird die Wärme des heißen Kältemitteldampfes an die Hausleitung übertragen. An einem weiteren Ventil wird der Druck dann wieder reduziert und in den Ursprungszustand zurückversetzt. Damit beginnt der Kreislauf dann von vorne. Da ungefähr 75% der Energie, die zur Beheizung eines Hauses erforderlich ist, aus der Umwelt kommt und nur 25% aus Strom, ist die Wärmepumpe hocheffizient. Etwa 3 bis 4 Mal effizienter als herkömmliche Heizsysteme, die die Wärme erzeugen, anstatt sie zu übertragen. Es gibt außerdem verschiedene Kennwerte, die mit Abkürzungen versehen sind. Der COP, der Koeffizient der Performance, ist einfach die erzeugte Wärmeleistung geteilt durch die aufgenommene elektrische Leistung. Je höher der COP-Wert ist, desto effizienter arbeitet die Wärmepumpe. Generell liegen gute COP-Werte zwischen 3 und 5. Ein 5er-Wert würde eine Verfünffachung der zugeführten elektrischen Energie bedeuten. Also eine Kilowattstunde Strom ergeben dann 5 Kilowattstunden Wärme. Der SCOP, der saisonale Performance-Koeffizient, ist der COP-Wert einer Wärmepumpe in Relation zur Außentemperatur, welcher 4 COP-Werte bei Außentemperaturen von 12, 7, 2 und minus 7 Grad Celsius und einer Vorlauftemperatur von 20 Grad Celsius über einen nach Jahreszeiten gewichteten Mittelwert zu einem einzigen Wert zusammenfasst. Der SCOP ist daher noch genauer als der COP. Lassen Sie uns nun über die wesentlichen Typen von Wärmepumpen sprechen, die jeweils ihre Vorteile haben, je nach Standort und Klima. Zunächst einmal zur Luft-Wasser-Wärmepumpe. Die Energiequelle der Luft-Wasser-Wärmepumpe ist die Außenluft. Damit unterliegt sie scheinbar ganz besonders saisonalen Schwankungen. Die Außentemperaturen sind in der Regel dann am niedrigsten, wenn der Heizwärmebedarf am größten ist. Moderne Luft-Wasser-Wärmepumpen lösen diesen Konflikt durch ausgefeilte Technik, sodass auch höhere Vorlauftemperaturen kein Problem darstellen. Diese Lösung ist vergleichsweise unkompliziert und günstig. Nun zur Erdwärmepumpe. Erdwärmepumpen nutzen die Wärme des Erdbodens und erfordern umfangreiche Installationsarbeiten. Je nach Standort haben Sie hier die Wahl zwischen Erdkollektoren, deren Tiefe zumindest die Frostgrenze unterschreiten sollte, und Tiefenbohrungen bis zu 100 Metern. Mit zunehmender Tiefe steigen die Temperaturen an. Durch die Leitungen der Kollektoren fließt nicht das Kältemittel, sondern die namensgebende Sohle, eine frostsichere Flüssigkeit. Von ihr geht dann die Wärme auf das Kältemittel über. Nun zur Wasserquellenwärmepumpe. Grundwasser weist als Wärmequelle die besten Eigenschaften auf. Seine Temperaturen bleiben über das gesamte Jahr stabil und das auf einem hohen Niveau, zwischen 8 Grad Celsius und 12 Grad Celsius. Zur Erschließung des Potenzials müssen 2 Brunnen ins Erdreich gebohrt werden. Ein Saugbrunnen, durch den das Wasser nach oben gelangt, und ein Sickerbrunnen für dessen Rückführung. Und schließlich zur Luft-Luft-Wärmepumpe. Wie bei der Luft-Wasser-Wärmepumpe ist die Energiequelle der Luft-Luft-Wärmepumpe die Außenluft. Die Luft-Luft-Wärmepumpe benötigt aber kein wassergeführtes Heizsystem, sondern bläst warme Luft in den Innenraum. Das macht sie zu einem kostengünstigen Heizsystem, aber auch zu einem weniger effizienten. Und wie sieht's bei der Powerheat von Ecoflow aus? Die Powerheat ist eine Luft-Wasser-Wärmepumpe. Wir bieten sie in 2 Ausführungen an, einer 9 kW und einer großen 20 kW Variante, je nach Wärmebedarf des Hauses. Der COP-Wert liegt zwischen 4,63 und 3,10, ist also sehr effizient. Sie hat 2 besondere Merkmale.
Zum einen arbeitet PowerHeat natürlich im Ökosystem perfekt mit anderen Geräten von EcoFlow zusammen. Das heißt, dass eine PowerHeat-Wärmepumpe sich perfekt an die PowerOcean-Einstellungen anpasst, also immer möglichst Strom aus der Batterie zieht, um zu heizen. Zum anderen ist unsere Wärmepumpe eine Inverter-Wärmepumpe. Inverter-Wärmepumpen sind eine bestimmte Art von Wärmepumpen, welche die Effizienz der Heizung steigern, weil sie die Drehzahl des Kompressors oder Verdichters variabel regelt, anstatt sie nur an- und auszuschalten. Die integrierte Invertertechnik ermöglicht, dass die Wärmepumpe ihre Leistung stufenlos anpasst an den tatsächlichen Bedarf im Haus und somit viel Energie spart und sogar deutlich langlebiger wird. Das war's mit einem etwas technischeren Video zum Thema Wärmepumpe. Wir freuen uns auf Ihre Fragen zum Thema Heizen und hoffen, dass Sie genauso von einer elektrischen Heizvariante überzeugt sind wie wir. Vergessen Sie nicht, weitere Inhalte zu liken, zu teilen und zu abonnieren. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie neugierig.